Bereits Ende letzten Jahres hat das Stadtmuseum Kaufbeuren gezeigt, wie gut man junge Menschen für ein Museum interessieren kann. Als Kunst- und Geschichtsverstärker sind dort Jugendliche aktiv, die Besuchern einzelne Themen erklären und Fragen beantworten können. Auf dem Erfolg des Neueröffnungsjahres will man sich hier im Stadtmuseum aber nicht ausruhen. Daher wurde in Zusammenarbeit mit dem Museumspädagogischen Zentrum, kurz MPZ in München, ein neues Konzept erarbeitet. Es soll Förderschüler aus dem ganzen Allgäu ansprechen. Also ich glaube, dass wenn man auf die Schüler nicht zugeht und nicht die Schulklassen gewinnt als Publikum für die Museen, dann werden wir später irgendwann auch diese neuen Bildungsbürger nicht mehr in den Museen vorfinden. Ich glaube, wir müssen die jungen Leute in Museen bringen. Später wird die Angst, die Schwellenangst, so groß, dass die Leute nur in Museen gehen, wenn sie es auch kennen und wenn sie als junge Menschen dort gewesen sind und es als selbstverständlich empfunden haben. Und das sollen wir nicht nur den Gymnasiasten ermöglichen, sondern möglichst allen Gruppen und auch Menschen mit irgendeiner Form von Behinderung, wie es zum Beispiel in Förderschulen ja viele gibt. Das neue Angebot ist gezielt für Förderschüler konzipiert. An zwei Vormittagen im Museum sollen sie einiges rund um das Thema Textilverarbeitung erleben. Dabei ist es Stefan Dieter wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler einzugehen. Der Gymnasiallehrer hat das Konzept mitentwickelt. Wir haben versucht, dieses Projekt Leben und Weben im alten Kaufbeuren sehr vielgestaltig zu halten. Also es soll nicht nur der Sinn angesprochen werden, der Denksinn, die Kognition, das natürlich auch. Aber die Schüler dürfen natürlich auch Stoffe befühlen, sie dürfen sie begreifen, sie dürfen selber handwerklich tätig werden mit Stoffen, sie dürfen eine Stofftasche bedrucken und auf diese Art und Weise werden möglichst viele Sinne angesprochen. Bei einigen Probeläufen gab es viele positive Rückmeldungen der Schüler. Das Konzept wurde jetzt offiziell vorgestellt. Ab Anfang März können Förderschulen das Angebot am Stadtmuseum Kaufbeuren wahrnehmen.